Hallo zusammen, Produktvorstellung und zwar Fernauslöser mit Intervallfunktion. Der heißt AJAX TR1. Wer meinen Blog liest, kennt das Ding schon seit Monaten, habe ich schon lange vorgestellt. Aber letzter Zeit bin ich wieder darauf angesprochen worden, also hier nochmal ganz kurz. Das Besondere daran ist, ich kann den Stecker abnehmen und einen anderen ranstecken. Damit kann ich den an alle meine Kameras anschließen. Egal, ob es die kleine RX100 ist oder ob die D750 oder die Canon 6D oder was, spielt eigentlich gar keine Rolle. Solange ich so einen Stecker habe, die kann man einzeln kaufen. Oder beziehungsweise ich kann sie wiederverwenden, weil das sind die gleichen Stecker, die ich in meinen Yongnuo-Fernauslösern sowieso habe. Der Sinn von so einem Teil ist, Intervalle zu erstellen oder eine getimte Aufnahme. Also ich kann den programmieren und sagen, starte in 30 Minuten. Dann muss ich zum Beispiel nicht mir einen Wecker fünfmal die Nacht stellen, sondern kann auch mal sagen, ich stelle die Kamera hin, lasse sie in Standby gehen und habe das Ding programmiert und sagt, der soll halt dann in einer Stunde starten und dann halt ein paar Bilder machen oder sowas. In Wirklichkeit nutze ich den aber für meine Timelapses, für Startrails oder wenn ich sonst irgendwelche ungewöhnlicheren Aufnahmen mache. Ich nutze ihn also sehr selten. Wenn ich einfach nur eine Bulb-Modus-Belichtung machen möchte, dann nehme ich in der Regel einfach die Yongnuo Fernauslöser. Auch das steht in meinem Blog, ich verlinke da drauf. Oder bei der Sony R6300, die haben eine App drauf, da kann ich einfach über den Sucher rüberwischen und dann habe ich dann halt auch Start und Stop für den Bulb-Modus. Für Timelapses und Startrails ist sowas aber Bild der Wahl oder Gerät der Wahl. Also, ist glaube ich nicht furchtbar günstig, teuer, 30 Euro oder sowas. Also völlig, völlig angemessen dafür, dass es für verschiedene Kameras geht. So ein Original von Canon oder so ist deutlich teurer. Also, ich hoffe, das hilft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.